Herzlich willkommen zu der Weltpremiere, die ersten Blow-Olympics überhaupt. Drei tapfere Blowathleten, Tamet Gülşen und Toni, messen sich in vier schwierigen Disziplinen. Und das mit einem Ziel, nämlich möglichst viel von diesen Kaugummis hier zu sammeln. Es geht bei dieser Disziplin darum, wer in zwei Minuten am meisten von diesen Ballonen blasend zum Platzen bringt. Was? Also so? Ja, voll. Das heisst, also, man muss so viel Spaß, bis es verplatzt. Genau. Ich habe Angst vor dem. Darf ich dir schon sagen, dass ich eine Ligirophobie habe? Ich kann weißt, das auch. Was ist? Ich weiss Angst, nicht, was es ist. Man hat Angst vor platzenden Ballonen. Ich kann das auch wirklich. Ja. Vor allem, wenn du einen Maul hast. Ja, das macht es nicht unbedingt einfacher. Bevor ihr jetzt losblasen, noch etwas zur Stärkung. Es geht um Tempo, es geht um Blaskraft. Es sind die Olympics. Gehen wir an den ersten Ballon. Die Zeit ist kurz, um die ersten Blow-Olympics überhaupt passend zu eröffnen. Mit dem Blow-Olympischen Startschuss. Ihr seid bereit, Blow-Athleten? Nein! Eins, zwei, Blow! Kann das nicht, kann das nicht. Oh. Ah! Oh, yeah. Oh. Nein, ich kann das nicht. Ah! Ah! Nochmal! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und fertig! Herzliche Gratulation, ihr habt die erste Disziplin überstanden. Gülşen als Zuschauerin ja, ist auch gut. Also, ich bin schon scheiße, ganz ehrlich. Ja, krass, Respekt. Wow. Respekt, Anthony. Danke, ja. Hey. Also, die Punkte ist. Also, da vor allem für das, dass du so Angst hast. Crazy, ich weiß nicht, wie ich reagiert, als man das erste Mal geklopft hat. Oh, yeah. Wow. Crazy. Geh nicht mehr! Gülşen, als Drittplatzierte für dich gibt es noch ein Kaugummi. Danke, immerhin. Damit hast du dich tapfer geschlagen. Fast können mitheben mit Toni drum zwei Kaugummi. Und Toni, trotzdem der schrecklichen Phobie vor Platz in den Ballon. Zwei Ballon für Platz, drei Kaugummi. Was euch nächste Woche bei der zweiten Disziplin der Blow Olympics erwartet, das seht ihr jetzt. Jetzt ablenken. Da kommt so ein Zeug rein. Das ist ein ganz viel. Auch du kannst ein Teil der Blow Olympics sein. Mach mit und gewinn ein Skiwochenende in Davos für zwei Personen inklusive Skipass. Bewirb dich jetzt auf choice.ch/stimorolairrush.